Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei The Hunter Call of the Wild. Schön, dass ihr dabei seid. Das ist das Gefühl, da hat sich was bewegt, aber es können ja auch nur Blätter sein. Auf die Seite, der war auch nur ein Gefühl. Beides mal Lockenrehe und Hirsche. Verfolge ich Wen verfolgst du? Domhirsch. Hört sich gut an. Ich hatte nur zwei Rehe bis jetzt. Die BFB soll es nichts. Ja. Auch Punkte und 1000 Euro. Die ersten zwei Folgen schon mal ganz gut. Wenn du dann gleich hier bist, können wir die Felder entlang wandern. Strecke 1 Kilometer noch. Wie viel? 3. 2,1? 1,3. Ja, dann bist du wieder weggegangen. Okay. War schon näher. 1,3. Ja. Also 1,03, okay. Mal 2,9 sind es jetzt noch. Sehr schön. Dann ist das Ende ja in Sicht. In der Zeit locken wir hier nochmal. Jetzt kommt der Hirsch. Bei dir? Der Loppel nicht weg. Das hörst nur du so laut. Du bist doch einen Kilometer weg. Ich höre es zum Beispiel gar nicht. Stille hier. Es wird ruft auch nichts gerade.
kommst näher, sehr schön. In dem Gebiet auch Bären? Nee, ich glaube nicht. Wildschweine? Wildschweine, ja. Sehr interessant, Wildschwein zu erlegen. Muss man halt auch gut treffen, habe ich gehört. Saulanze. Sogenannte Saulanze. Okay. Die früher die Jäger benutzt haben. Eine Wildsau, die ist ja richtig aggressiv. Ja. Und die greift auch Menschen an. Ja, das machen die und ja hier auch gleich. Ne? Saulanze, die war ein, wie ein langer Speer. Hm. Vorne eine lange Klinge dran. Da haben sie die Sau so aggressiv gemacht, dass sie auf den Jäger zugerannt ist. Der Jäger hat die Saulanze an einem Baum angestellt, mhm, und dann auf die Sau gezielt, wenn sie auf ihn zurannte. Okay. Damit ich sie selber aufspießt dann, oder? Ja. Mhm. Kenn ich hier nur von den Bären. Weißt du, Pets? Schon mal nix.
Ich laufe mal ein bisschen den Feld entlang in deine Richtung. Ah ja. Hier ruft auch nichts mehr. Also grob in deine Richtung. So dass es halt für dich weniger ist und ja, vielleicht noch ein bisschen Action in Aufnahmen passiert. Ja, ich schleiche hier jetzt eben deiner Spur hier. In der Folge ist halt noch nichts passiert, außer zu schauen, aber das passiert halt bei der Jagd. Da passiert auch mal eine Weile nichts. Auf einmal kann es schlagartig losgehen. Denn hier ein schönes. Kann schnell gehen. Ja, so ein Damenhirsch wäre ganz gut, aber das ist ein Rotfuchs, den brauchen wir nicht. Auf die Karte schauen. Na, du bist auch schon in den Feldern. Losung sehr frisch. Gute Nacht. Sehr schön. Warum ruft Damhirsch? Heißt Steuer. Bei den Sträuchern siehst du nicht viel, ne? Weg. Glaubst du, du hast das Gefühl, dass ich bald einen sehr großen Hirsch sehe? Meinst du? Ich glaube, ins Münsterland TV. Also haben wir noch ein bisschen Zeit. Über 600 Meter. Radfelder Stroh. Guck mal, Stroh passt ja zum Thema LS heute. Und Stroh eingesammelt. Sinn. Ja.
aber gleich an die Felder. Meter bis zu dir. Ja, Punkte kann ich noch keine vergeben. Dann 4, ne? Ja. Lauf zumindest schon mal gegen den Wind, das ist schon mal gut. Nächstes Mal ein Tier sehen, das würde schon reichen. Ja, kommt gleich bestimmt. An den Feldern. Ja, natürlich jetzt auch die Mittagszeit sein. Ich glaube, es ist Mittagszeit. Noch 13 Uhr, dass die jetzt überall schlafen, weißt du? Und dass man jetzt die Ruheplätze aufsuchen müsste. Das ist wie im Zoo. Mittags brauchst du da auch nicht gucken. Siehst du da kein Tier? Schlafen alle. Jetzt sind wir hier an den Feldern, also schön weite Sicht haben wir. Noch Rehe.
Ja, und das war's wieder mit der Aufnahme für heute. Leider war es heute nicht ganz so aufregend, aber wir sind zumindest hier an einem sehr schönen Platz angekommen. Wir hören wieder die ersten Tiere und ich hoffe, es kommt morgen dann wieder zu einem Schuss. Was haben wir hier? Ein Dammhirsch in Richtung von Andreas. Ja, ich hoffe, wir kriegen ihn. Schaltet morgen wieder ein, dann wisst ihr mehr. Tschüss!